So, hallo zusammen. Wir haben hier eine neue Folge von Netzstimmen, wobei ich nur selber ganz kurz mal was erzähle. Und zwar habe ich ein Buch zu verlosen. Ich habe es nämlich zweimal. Ich habe dieses Buch von der Maike Leopold, Unternehmensblogs Praxis Handbuch für Aufbau, Strategie und Inhalte. Das ist genau das, was man braucht. Das habe ich schon als Rezensionsexemplar. Ich muss zugeben, ich habe angefangen, es zu lesen und lese gerade noch ein anderes. Und ja, wenn man den ganzen Tag am Bildschirm liest, dann ist Bücher lesen ein bisschen gut. Aber fängt gut an. Maike Leopold war auch vor gefühlten 100 Jahren mal bei mir in einem Blog-Workshop in München. Und ich komme, glaube ich, auch irgendwo relativ weit vorne vor mit der Frage, da habe ich sogar Seite 16. Für mich gibt es nur das Blog, seit ich vor einigen Jahren in München einen Workshop des Bloggers Oliver Gassner besuchte und anschließend und so weiter und so fort. Und ich habe dann erklärt, dass es nicht nur grammatikalische, sondern soziolinguistische Gründe gibt, das Blog zu sagen. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt zwei davon und ich hätte eins zu verlosen. Das heißt, ihr solltet Folgendes tun. Klickt euch zu diesem Video bei YouTube durch, kommentiert dort und abonniert meinen YouTube-Kanal. Und wenn ihr Abonnent des YouTube-Kanals seid und dort kommentiert habt, dann werde ich euch in einen Topf tun und verlosen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal so, dass wir mindestens 20 Kommentare von Leuten haben, die auch abonniert haben. Und dann endet sozusagen der Aktionszeitraum, wenn man so will. Und dann verlose ich, weil sonst muss ich wieder wie letztes Mal unter 3.500 Leuten verlosen. Und das macht nicht so total Spaß. Das heißt, sobald 20 Leute kommentiert haben, das heißt, ihr müsst es weitersagen, damit es überhaupt zur Verlosung kommt. Okay, also wie gesagt, hier Pearson Verlag. Maike arbeitet gerade an der neuen Fassung. Das kann aber dann noch eine Weile dauern. Und leider, Pearson, mir ist es ja auch so passiert mit meinem Google Plus Buch. Pearson hat den Betrieb eingestellt, beziehungsweise macht keine Computerbücher mehr. Ich bin beim Stark Verlag untergekommen, der zum Pearson Imperium gehört. Und werde jetzt in diesen Tagen anfangen, die zweite Fassung von Google Plus Buch zu schreiben. Und die Maike ist anderswo untergekommen. Sie hat mir auch gesagt, wo, aber ich weiß es nicht mehr auswendig. Ja, also wie gesagt, kommentieren, abonnieren und gewinnen. Dann schicke ich das Buch zu. Okay, bis dann. Tschüss.